Hallo Leute, ich begrüße euch wieder bei Minecraft. Und ja, ihr hört es schon, ich habe ein bisschen andere Musik im Hintergrund. Ich habe mich da bei einem Kollegen von DiviMove bedient, dem Vroom Music. Der hat mir das netterweise erlaubt, dass ich die Musik verwenden kann. Ihr findet einen Link zu ihm in der Beschreibung. Wenn euch das von der Musik gefällt, schaut mal bei ihm vorbei. Ich finde einiges davon ziemlich cool. So, da ein paar nette Lieder dabei. Ein paar kenne ich schon, einen Teil werde ich jetzt hier quasi im Hintergrund immer neu ausprobieren. Aber kommen wir zum Spiel. Wer letztes Mal zu faul war, die Folge 50 bis zum Ende zu gucken, was ich durchaus verstehen kann. Da hat nicht jeder Bock, so lange Folgen zu schauen. Ich kann mich teleportieren. Plopp. Plopp. Funktioniert einwandfrei. Ich habe jetzt natürlich hier erstmal hinten eine kleine Wand aufgestellt, an der ich das Portal habe. Irgendwann wird das hier mal in vernünftige Form gebaut, wenn ich Bock habe, das umzubauen. Aber ich habe jetzt mit dem Mauerbau erstmal genug gehabt. Da kommen jetzt erstmal hier Innenleben rein. Verändert das Spiel ganz schön viele Probleme, damit die Sachen alle zu laden. Ja, ich habe hier Creoseed Oil schon fertig. Ich möchte hier noch einen weiteren Tank hinbekommen. Oder ich habe noch eine Quantum Chest. Aber die Frage, wie teuer ist so eine Quantum Tank? Kann ich mir den leisten? Ich weiß, für den Tank brauche ich Dinge. Wie sowas hier. Lead Circuit Boards und Laproton Crystals. Und da muss ich nämlich Platin und Advanced Circuit. Damit kann ich schon mal anfangen. Und Data Orbs brauche ich auch noch. Also Platin. Da haben wir welche. Ich hau da mal 8 Stück rein. Ich weiß gar nicht, ob wir so viele brauchen. Vielleicht haben wir sogar von den Lead Circuit Boards noch welche. Nee, Energy Flow Circuits heißen sie ja. Wohl nicht. Haben wir davon vielleicht noch welche? Nö. Also brauchen wir dafür... Hey, genau, Advanced Circuits. Dann kommen die nämlich hier schon mal rein. Wo haben wir es denn hier? Assembly Machine. So, das wird lange dauern. Das kann erstmal werkeln während der nächsten Zeit. Ich möchte heute eh mit ein paar anderen neuen Sachen anfangen. Möchte ich das schon mal wieder andrehen? Wie viel Zink und Kupfer haben wir noch? Naja, das kann erstmal ausbleiben, bis wir das Ganze umlagern. Bevor GregTech kommt, kommt heute aber ein bisschen was anderes. Ich habe ja, wie angekündigt, mein Factory Reloaded mit drin. Ich muss mal schauen, ob ich das irgendwo hier finde. Ja. Schub, ganz, ganz viel, ganz, ganz interessanter Stuff. Wobei ich mich frage, was so ein Lesser Fokus ist. Wir gucken uns das mal hier an. Zeramite, aha. Was auch immer so ein Lesser Fokus ist. Chocolate Milk Bucket, Mushroom Soup Buckets, aha. Ich weiß, dass es hier ganz, ganz coole Dinge gibt, nämlich Sludge und Meat. Es gibt flüssiges Fleisch. Muhaha. Doch noch Lapisblöcke, es gibt auch so hübsche Fließbänder. Passt aber alles auf eine Seite, sehr entspannt. Ich weiß jetzt schon, dass ich hier so Upgrades brauchen werde. Ich frage jetzt nur, wie teuer ich die brauche. Radius Increase, jetzt muss ich mal kurz rechnen. Ich glaube, Kupfer zum Beispiel würde mir schon reichen. Und man sieht schon, ich brauche hier Raw Plastic, weil ich mir aus Gummi machen kann. Und davon werden wir noch mehr brauchen, denn prinzipiell Maschinen brauchen immer so Plastic Sheets, die auch daraus gemacht werden. Und ich habe mir schon mal die Mühe gemacht, ganz viel hiervon zusammenzusammeln und auch Setzlinge und Holz, sodass wir auch davon immer noch richtig viel haben. Und ich weiß jetzt auch, wie man hier Hopper auf sowas drauf bekommt. Hat mir nämlich netterweise jemand erzählt. Wenn da ein Redstone-Signal neben ist, dann arbeitet der nicht. Wobei, wir können ja auch hier einfach mal... Brauche ich noch nicht mal den Hopper für. Always active, ja, ist richtig. Ich hau hier die ersten mal so rein und hau das Zeug da einfach mal ins System. Dann soll er mir das einmal komplett durchhauen. Da er unterscheidet, welche verschiedenen Rubberarten ich habe, kann er mir aus allem einfach mal Plastik machen. Flup, 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 flup. Denn ein bisschen was an Maschinen, was ich damit machen kann und will, habe ich schon geplant. Und zwar fangen wir mit den Upgrades an, weil ich weiß, dass ich die brauchen werde. Kann man die stacken? Nein, aber man kann sie einfach hier reinwerfen. So. Sehr schön. Die Musik, muss ich sagen, gefällt mir echt gut. Es sind ein paar sehr coole Sachen dabei. Ein Scaffolding. Früher auch nur, wenn man das braucht.
von Redlet würde ich erstmal die Finger lassen. Die Rednet-Sachen sind doch recht kompliziert. Ich hätte gerne einen Planter. Das weiß jeder, das weiß Jole, das weiß Peter. Gib mir nur einmal ein wenig Zeit und ein Back zu machen. Oh, da ist Musik, das Gesang betroffen. Das Lied sollte ich mir vielleicht mal überlegen. Ah, stimmt, steht auch Rap Edition dran. Sollte ich vielleicht beim nächsten Mal rauskegeln. Auch wenn es ganz lustig geht, muss ich sagen. Ich bin jetzt nicht so der große Rap-Fan, aber es gibt ab und zu immer lustige Sachen. Snoovis, ich kann jetzt eh nicht im Lied wechseln. Ich kann es aber noch für mich ein bisschen leiser machen und da drüber sabbeln. Jetzt habe ich natürlich nicht geguckt, wie ich die Blöcke mache. Wobei doch das mit dem Rap stört mich. Ich bin mal einmal kurz weg, das ausmachen. Kleinen Moment. So, da bin ich wieder. Schon besser. Klingt deutlich anders. Klingt vor allen Dingen vernünftig, dass wir es im Hintergrund laufen haben, weil Rap ist zwar, also es klingt jetzt nicht so extrem schlecht, aber es ist halt ein bisschen doof, wenn ich nebenbei eigentlich labern will. Schmeiß uns davon einfach schon mal welche rein. Planter. Wir brauchen Flowerpots. Wir brauchen Bricks. Oh, habe ich Bricks überhaupt? Was in die Richtung? Ja, habe ich. Na dann. Weil ich mache auch mal ein paar mehr, denn es kann sein, dass wir die bei etwas anderem nochmal brauchen. Planter. Pisten habe ich nicht da. Wieso denn genau? Pisten, bitte. Machen wir da einfach mal welche. Danke. Brauchen wir eigentlich nur einen von momentan. Außerdem brauche ich natürlich passend zu Plantern einen Harvester. Eine Golden Axe. Ja, wir haben aus irgendwelchem Holz mal. Bei Scheren habe ich nicht genug da, aber die lassen sich ja recht leicht machen. Wenn ich hier dann für die Dinge vernünftig einzutippen. So, Harvester. Bitte. Danke. Und übrigens, was hier oben Licht angeht, werde ich mich auch noch drum kümmern. Aber das nicht heute direkt. Aber da finde ich die Idee mit dem magischen Licht ganz nett. Will aber erstmal ein paar Earthlamps vielleicht versuchen, an verschiedenen Stellen noch einzubauen, weil nur das an Licht finde ich ein bisschen langweilig. Aber wir brauchen jetzt noch was ganz anderes. Nämlich sowas hier. Ja, ich soll es schon richtig schreiben. So haben wir nur die. Und zwar brauche ich jetzt Energy Tesseracts. Einfach aus dem Grund, dass ich da mal ein bisschen Energie hin und her bewegen will. Ich glaube, ich plane schon mal ein paar mehr mit ein. Und da ich erstmal. Na, das müsste. Ich glaube, wir brauchen pro Tesseract 4 Perlen. Da ich erstmal mich nicht hinstellen will und die Sachen komplett neu als Energie aufziehen will. Das Treffen ist jetzt ein bisschen schwierig, seit die Leitern aus irgendwelchen mir nicht ersichtlichen Gründen nicht mehr funktionieren. Hat eigentlich ganz dringend Zeit, dass ich damit. Ich habe schon eine Idee, wie ich das machen will. Ich muss es dann halt nochmal fertig machen. So, und hier wird's reingehen. Ist gerade nichts drin. Passt also. Sehr schön. Da das nicht so viele sind, geht das ja recht fix. Kann ich wohl eben warten. Und währenddessen mal hier schauen, was wir hier so fertig haben. Gates, Gates. Powertucket Gates sind fertig, aber sind nicht mehr fertig. Wahrscheinlich, weil er noch Eisen braucht oder sowas. Oder Redstone. Hm, haben wir die Chipsets aus? Warum zur Hölle? Ach, der, weil er wahrscheinlich auch die Iron Chipsets dafür braucht. Iron Endgate haben wir, glaube ich, schon einige mehr. Zeigen wir genug fertig. Ich habe jetzt auf einmal die Autarkic Gates fertig, weil da werde ich auch noch viele von brauchen. Dessen haben wir hier schon mal zwei. Ja, genau. Ich nehme die wieder raus, die noch nicht voll sind. Wir haben jetzt zwei Stück fertig. Die nehme ich mir erstmal mit. Und ich hätte hier, wie gesagt, gerne Energy Tesseracts. Und dafür fehlen mir noch diese Schätzchen hier. Ich auch mal welche auf Vorrat machen und euch mit reinwerfen. Und ihr stackt nicht. Na egal. So, und zwar schauen wir mal, wo wir den anschließen. Denn wo endet denn hier? Da endet die Stromquelle als letztes. Das Doofe ist nämlich, wenn ich den anderweitig anschließe, kann es sein, dass quasi alles dahin geht und nichts mehr hier bleibt. Ja, ein bisschen doof. Du bitte einfach einmal dahin. Ohne Nanja. So, da das da rausgeht, passt das. Ins Send Only und wir nennen das Ganze Baum.
Energie brauche ich nicht hinterschreiben, weil es ist ja nur Energie. Und arbeitet unabhängig davon. Das heißt, der kriegt prinzipiell immer Energie rein. Da dürfte ich ja nicht genug durchkommen. Ich kann die beiden schon mitnehmen und ins System werfen. Und die anderen, jetzt werden wir noch ein paar Dinge brauchen. Wir werden Conduits brauchen und wir werden auch ein paar Pipes brauchen. Mal sehen, was wir da haben. Gar nichts mehr da. Na dann, gehen wir mal runter und machen uns welche. So ein bisschen habe ich schon eine Ahnung davon, was ich so grob mit den Pipes dann alles machen muss. Das ist Stack rein. Wie immer brauchen wir Eisen. Ein paar Goldpipes. Jetzt ist die Frage, warte mal, gibt es hier Quarz-Transport-Pipes? Gibt es nicht? Die sind mich, glaube ich, ich weiß nicht, ob sie schneller sind, aber ich mache sie einfach mal. Werden meines Wissens nach einfach aus Quarz gemacht damit? Nein. Biebe. Quarz-Transport-Pipe. Ach, werden aus Blöcken direkt gehört. Ihr seid ja auch kein bisschen billig, ne? Kein bisschen teuer. Na egal, wir haben ja. Außerdem möchte ich gerne so etwas hier noch haben. Haben aber keine Lapisblöcke mehr, das ist ja fies. Denn das sind sogenannte Insertion Pipes. Die sind ziemlich gut, wenn es darum geht, zu verhindern, dass irgendwas irgendwo mit drin landet. Oder um sicherzustellen, dass es dort rein kann. Und wo ist mein Kompressor? Da ist mein Kompressor. So, machen wir mal ein paar Blöcke, die brauchen wir dafür. So. Das Lied gerade ein bisschen leise. Ganz frech. Aber ich habe hier nur die Musik auch nicht so extrem laut im Hintergrund, weil es ein bisschen doof wäre, wenn ich jetzt hier so lautes Geboller hätte. Ach, jetzt habe ich das falsch angemacht, deswegen komme ich da nicht hoch. So, gibt auch gleich 8 Stück. Mache ich eigentlich gerade viel zu viel von. Was gibt es hier eigentlich noch so an Pipes? Es gibt die Redstone Transport Pipe, aber ich keine Ahnung, was genau die macht. Emerald könnte nochmal nützlich werden. Brauchen wir aber, glaube ich, eigentlich nicht. Sandstone brauchen wir da, glaube ich, auch nicht. Void erst recht nicht. Da haben wir alles wichtige. Wood wäre vielleicht noch interessant. Dann sollte ich vielleicht auch schon das ein oder andere Gate mitnehmen, das wir da unter Umständen gebrauchen könnten. Bin ich ja neben uns hoch? Ja, bin ich ja neben uns hoch. Da habe ich unseren Carpenter versteckt. Für die Silverwood-Planken. Und jetzt bitte einmal, ja. Ich müsste ja, wenn ich das ein bisschen geschickt mache, das hinbekommen, wenn ich das ein bisschen geschickt mache. So, geht doch. Und zwar autarke Gates nehmen wir schon mal mit. Es kann sein, dass dabei Flüssigkeiten entstehen. Mit denen kenne ich mich noch nicht so wirklich aus. Da wird dann auch einfach mal ein Tank notwendig. Da könnte ich mich auch einfach im Zweifelsfall erstmal ein paar Buildcraft-Tanks und Liquidukte mitnehmen. Und vielleicht dazu passend Schalter, dann habe ich auch gut was da. Und ich glaube, wir haben nämlich auch hiervon noch welche, ja. Nur zur Sicherheit nehmen wir die mal mit. Und dann passt. Ja, ich sollte vielleicht auch Seeds mitnehmen. Und ich möchte erstmal nur ganz normale, die reichen mir schon. Denn jetzt wird hier gebaut. Und ich möchte das Ganze gerne ein bisschen auch hier in der Nähe davon halten. Denn ich will das hier mit den Tanks auch zusammen nutzen. Und hier kommt ein Planter hin. Das ist die Frage, wie viel. Ich glaube, ich sollte noch mal ein kleineres Upgrade machen. So ein Zweier. Davon nehmen wir nämlich einen mit. Und jetzt hier Radius 2, den hätte ich gerne einmal einen von. Dann müsste das passen. Wenn meine Überschlagung im Kopf irgendwo funktionieren. Denn, wenn wir den ganzen Kram hier wegmachen. Der hat hier, man sieht es schon, so lustige Farben mit dran. Der hat hier drin ein Inventar und man kann an den Farben einstellen, wohin er arbeitet. Und er, wenn ich weiß einstelle, macht er überall Seeds.
Trick 17 bei dem ist aber, dass er erstmal Energie braucht. Und dafür haben wir unter anderem dafür haben wir den Tesseract mit. Und machen hier einfach mal ein bisschen Platz drunter, damit ich hier gleich arbeiten kann. Denn da wird noch ein bisschen mehr rankommen. Fürchte ich. Ich glaube, der braucht Energie. Also ich befürchte, sonst müsste er jetzt ja schon arbeiten. Ich frage es. Ah ne, klar. Ich muss da irgendwie Dinge wieder reinpumpen. Wie soll ich das denn machen? Wird jetzt zwangsweise etwas frei bleiben, befürchte ich. Machen wir mal ein bisschen Licht hin. Denn also der wird auch auf Baum eingestellt und auf Receive Only. Wobei, warum war ich da lang? Und warum habe ich das jetzt gemacht? Ich wollte eigentlich hier. So. Das ist schon richtig. Der ist nicht richtig herum. So. Jetzt müsste er da oben theoretisch gesehen Energie bekommen. Und damit theoretisch gesehen arbeiten können. Ich weiß nicht, ob der Energie. Warum kommt keine Energie da an? Ich habe natürlich keinen MJ-Reader oder sowas da. Aber theoretisch gesehen müsste die Energie bei ihm ankommen. Kann ich mir jetzt gerade gar nicht erklären, warum sie das nicht tut. Das kann natürlich sein, weil wir machen schon mal. Nehmen die beiden schon mal neu mit. Beziehungsweise einen lassen wir da, einen nehmen wir mit. Und müssten dann nach oben. Hier sind wir richtig. Da geht er hin. Und das geht auch ziemlich sicher in ihn rein. Jetzt habe ich natürlich hier unsere kompletten Sachen resettet. War vielleicht nicht so intelligent, aber egal. Das kann ich mich später nochmal drum kümmern. Die Alternative ist, es kann sein, dass dank denen hier natürlich nichts da ankommt. Also, dass da hinten schon nichts mehr ankommt. Wie sieht denn das bei dir hier aus? Ja, jetzt habe ich zu viel gedrückt. Und du hast voll Energie. Ich stelle den jetzt trotzdem einfach mal hier hin. Und der sendet bitte nur. Da müsste jetzt ja an der Stelle auf jeden Fall Energie ankommen, weil die Conduits daneben sind, die Energie haben. Ja, man sieht hier, er läuft. Hat Energie da, hat Umrechnungsfaktor und Idle drum. Das heißt, wir bräuchten theoretisch gesehen mal eine Host. Die Frage, habe ich hier gerade etwas? Ja, das müsste ich. Also es kann sein, dass er die Dinger dafür. Ah, Flugmodus. Oder dass ich dem hier in alle rein Seeds packen muss. Wasser sollte der eigentlich nicht brauchen. Jetzt bin ich ein bisschen überfragt. Ich habe mit den Dingen natürlich selber auch noch nie gearbeitet. Work 1. Weißt du was? Ich muss mal eine kurze Pause machen, um mich da kurz zu informieren, weil sonst stehe ich hier doof. Also, kleinen Moment. So, da bin ich wieder. Und ich glaube, ich konnte meinen Fehler feststellen. Also A, das Ding wird hier wohl doch Wasser brauchen. Vermutlich in der Nähe aber nur. Aber B, habe ich das richtig gebaut? Nein, habe ich nicht. Doch, der Planter ist jetzt richtig so rum. Er hat mir nämlich den Hafis ergeben. Das Ganze muss hier ein Stück weiter nach unten. Fragt mich nicht warum, aber scheint so. Und das muss eigentlich nicht. Sondern wir bauen den hier mal wieder zu. Machen wir jetzt nochmal Flight Control aus und müssten theoretisch gesehen da und da hinter Wasser platzieren können. Das dürfte eigentlich für alles reichen. Das ist die Frage, wo habe ich das nächste Wasser? Da habe ich das nächste Wasser. Machen wir das schon mal eben. Kollege, dann kannst du da fliegen. Ich muss sagen, so insgesamt finde ich, sieht die Mauer hier wirklich gut aus drumherum.
das macht was her. Ich bin schon gespannt, wenn ich das hier alles mit Innenleben gefüllt habe, wie das dann aussieht. Wird einige Zeit dauern, bis dahin sieht es ziemlich kacke aus, aber jetzt krampfhaft irgendwas hinzuzustellen, damit Innenleben da ist, ist ja auch doof, dann machen wir das lieber vernünftig. So, der sitzt jetzt unten drunter und jetzt arbeitet er wohl auf den Dingern in der Ebene über sich, so wie ich das verstanden habe. Könnten jetzt auch Bali anbauen, aber das muss gar nicht. So, arbeitest du jetzt? Es kann auch so sein, dass der irgendwie einen Redstone-Signal, aber das glaube ich eigentlich nicht. Ah, das ist prinzipiell sinnvoll zu haben, weil damit kann ich ihn ausschalten. Ah, aber er hat auch schon gearbeitet, okay. Man sieht, der hat so ein kleines 9x9-Feld, in dem er arbeitet, und deswegen sehe ich gerade, das Wasser hier ist um einen Platz verkehrt. Denn, ja, das ist halt ein 9x9-Radio, also, was heißt nicht 9x9, das ist eine 9er Fläche, so. Das ist im Endeffekt ein Radius von 1 um den zentralen Block drumherum. Und deswegen gönnen wir dem jetzt das Iron Upgrade. Und schwupp hat er hier einen größeren Bereich und müsste, genau, und plant, macht sich drumherum alles fertig hier. Das Gras haue ich mal weg, dann müsste er auch den prinzipiell eigentlich gleich noch fertig machen. Und hier fehlt auch noch einer. So. Die werden dann mit der Zeit gearbeitet. Das Ganze plantet der für mich immer fertig und die Dinger wachsen jetzt natürlich. Was jetzt noch fehlt, ist die Abarbeitung davon und da kommt unser Harvester ins Spiel. Da haben wir noch ein bisschen Platz drumherum. Und der, das war nicht ganz so gut. Das werden wir noch anderweitig brauchen. Und zwar, der kommt hier und man sieht, ja, jetzt ist er falsch rum, glaube ich. Oder? Nee, der war schon richtig rum. Müsste er. Wäre jetzt so meine Vermutung zumindest. Schwupp. Dem können wir sagen, was er machen soll. Small Shrooms, Jungle Wood brauchen wir alles nicht. Er sammelt hier offensichtlich eine Flüssigkeit an und ich gebe dem schon mal das Upgrade hier mit, weil er dann, der hat normalerweise auch so eine 3x3-Fläche hier vor. Und wenn wir die erhöhen, haben wir dann quasi so 3 breit, dann kommt 1, 2, 3, 4 drauf. Das passt genau und zur Seite her sollte das auch locker passen. Hoffentlich. Der Kollege braucht natürlich auch Energie, die wir ihm von unten zuführen müssen. Also müssen, glaube ich, nicht, aber mache ich halt einfach. Und in dem Moment arbeitet er jetzt. Man kann hier leider nicht einstellen, wie schnell er arbeitet. Und er wird alles, was er so bekommt, hier hinten rausschießen. Und jetzt stelle ich fest, ich habe eine Truhe vergessen. Die bräuchten wir vielleicht nochmal. Am besten erstmal eine große. Ja, super, haben aber fast gar nichts mehr da. Nehmen wir mal Iron. Und machen uns dann auch gleich welche davon auf Vorrat. Weil in der Iron Chest Größe kann man die garantiert immer wieder gebrauchen. Und gehen hiermit gleich zu Diamond. Es gibt übrigens noch eine sehr coole Verbesserung, die wir danach uns eigentlich auch mal angucken können. Einfach mal eine davon bauen können, weil es geht. Und zwar gibt es mit für Obsidian, wofür wir noch gut was da haben, die Möglichkeit, hier eine Obsidian-Chest zu machen. Die ist fassungsgroß wie eine... Wir können die Balis jetzt da lassen. Und davon noch was. Die ist fassungsgroß wie eine Diamond-Chest, ist aber komplex explosionsresistent. Und zwar echt komplett. Was ziemlich cool ist, die kann also nicht einfach eben so mit einem Creep... muss man keine Angst haben, dass er die wegbumst. Das funktioniert soweit alles gut. Und vielleicht werde ich gleich noch einen Import-Bus brauchen. Ja, ein Import-Bus wäre ganz nett. Dann kann ich das nämlich über das System regeln. Kannst du mir sowieso mal welche von auf Vorrat machen. Brauche ich aber noch einen von mitnehmen. Und welches lustiges Fleisch was. Wir haben ja Raw Impide. Das habe ich aus Natura im Nether gesnackt. Bisher habe ich aber keine Ahnung, was ich mit den Imp-Sachen machen kann. Von daher hilft mir das bisher nicht so wirklich. Ich hätte vielleicht auch ich bin gerade ein bisschen schusselig, habe ich die Befürchtung. Ich habe mir 2 davon mitgenommen, obwohl ich nur einen wollte und habe dafür nicht dran gedacht, dass ich vielleicht Kabel haben will. Also nehmen wir davon jetzt auch noch welche mit, so. Währenddessen hat er unter Umständen schon ein paar Seeds rausgehauen. Nein, hat er noch nicht, weil das Ganze natürlich nicht so extrem schnell ist. Das ist aber auch okay. Alles, was er hier rauskommt, sollte sich hier ohne Probleme anschließen lassen, ja. Und jetzt wird nämlich ein bisschen tricky. Was heißt tricky?
eigentlich eher auch nicht. Du kommst bei euch wieder zu mir, dich brauche ich gleich noch. Wir gehen hier schon mal hin, weil hier irgendwo der Anschluss war. Ja, dort ist gut. Und da wir den auch weiter unten machen können, machen wir das auch wohl. So. Ja, da werde ich den wahrscheinlich haben wollen. Erstmal möchte ich jetzt gerne eine Diamond Pipe hier hin haben. Und dann daneben eine Gold Pipe, die hier in die Chest führt. Das heißt, der ist sogar schon einen zu weit. Da kommt die Chest hin. Flupp. Und dann der Import Buster dran. Und dann kommt währenddessen, geht's hier nämlich netterweise noch ein bisschen weiter. Da mopse ich mir einfach mal zwei und drei davon. Denn nach Gelb sollen nur Seeds, weil das ist ja das, was wir hier bei dem wieder brauchen. Jetzt habe ich da so gesehen schon ein zu viel, denn hier kommt eine Insertion Pipe hin. So, danke, jetzt kann ich das sehen. Die kann man, wie man sieht, nicht wirklich anklicken. Aber von der aus können wir jetzt einfach hierhin wieder zurückführen. Das ist recht einfach. Er pumpt, also er holt alles raus und Seeds pumpt er hier im Kreis. Wenn er sie dort reintun kann, tut er sie dort rein. Und wenn er es halt nicht kann, dann wandern die Seeds automatisch... Oh, da war das Wasser drüber. Wandern die Seeds automatisch weiter und wandern dann hinten doch wieder in die Chest rein. Das heißt, wir kriegen so auch Seeds in unser System und haben aber hier halt auch immer das Ding dann voll. Was jetzt natürlich doof ist, das Ganze wird noch wachsen müssen. Also die Plants wachsen noch. Dafür gibt es Fertilizer. Und mit dem möchte ich mich dann im nächsten Part mal mit euch rumschlagen. Und ja, ich hoffe, ihr seid morgen dafür wieder dabei, wenn wir dann da hier rumfertilizen. Ich finde es auf jeden Fall schon mal eine coole Sache und in einer der nächsten Parts kommen wir auch dazu, was ich damit dann vorhab. Ja, da sieht man sich dann wieder. Bis dann, Leute. Macht's gut.